Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Kantate für den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Diesmal, weil die Ostern sich ja immer wieder verschieben, mal früher, mal später, ist es der 25. Sonntag nach Trinitatis, den wir heute begehen. Johann Sebastian Bach hat im Jahre 1724, das war sein zweiter Durchgang in Leipzig, den berühmten Choralkantatenjahrgang komponiert. Jede Woche eine Kantate. Er hat sich Choräle ausgesucht und mit diesen Chorälen gearbeitet, wie wir es schon öfters gesehen haben. Und ich denke, es wäre sicherlich von großem Vorteil, wir würden uns mit dem uns wohl etwas unbekannten Choral zuallererst beschäftigen. Sie finden auf meinem Arbeitsblatt den Choral auf der ersten und zweiten Zeile bei Buchstabe Alphons. Ich transponiere etwas nach unten. Du Friedefürst, Herr Jesus Christ, und ich bitte Sie herzlich mit einzustimmen. Du Friedefürst, der Melodie, vielleicht erinnert es uns an. Kleinigkeiten sind aber anders. Gewöhnliche Choralschritte, ein kleiner Umfang mit ganz verschiedenen Texten. Hier wird der Friedefürst angesprochen. Er sei ein wahrer Mensch und ein wahrer Gott und ein starker Nothelfer. Du bist im Leben und im Tod. Und um dieses Thema geht es ja in dem Lied von Jakob Ebert. Und es geht aber auch um einen relativ komplexen Text im Matthäusevangelium. Aber da natürlich unser Fachspezialist Charles. Ja, bevor die Kantate erklang, hat die Gemeinde damals zwei Bibeltexte gehört, wie das zur Liturgie gehörte. Zunächst die Epistel aus dem ersten Thessalonicher Brief, dem ersten Brief des Apostels Paulus, der handelt von der Wiederkunft Christi am Ende der Zeit und von der Auferstehung der Toten, wo es dann heißt, beim Schall der Posaune und dem Ruf des Erzengels werden die Toten auferstehen. Und im Evangelium ein Abschnitt aus dem 24. Kapitel bei Matthäus, jenen fast so apokalyptischen Texten, wo es dem Ende der Welt entgegengeht. Und da heißt es dann, dass Jesus die Menschen vorbereitet habe und gesagt, es kommen schlimme Zeiten, ihr werdet es sehen, wie die heilige Stätte des Tempels entweiht wird mit dem Gräuel der Verwüstung, nämlich mit einem Zeusbild im Jerusalemer Tempel. Es wird große Not sein. Man wird fliehen müssen. Betet, dass ihr dann nicht im Winter fliehen müsst. Und ihr müsst aufpassen, es werden falsche Messias auftreten, falsche Propheten, die das Volk verführen wollen und alle sagen, folgt mir nach. Ich bin der, der euch zum rechten Ziel führt. Auf diese Lesungen folgt jetzt die Kantate. Nach dem Lied von Jakob Ebert. Wir haben also eine Choralkantate, wie wir jetzt schon oft gesehen haben. Da hat der unbekannte Bearbeiter die erste und die letzte Strophe wörtlich übernommen als Eingangschoral und als Schlusschoral und die Binnenstrophen in freier Art und Weise umgestaltet zu Rezitativen und Arien. Aber sich doch möglichst eben an diesem Text gehalten. Er hat aus dem
Lied, das ein richtiges Notschreilied von Ebert. Aus Kriegsnot, er schreibt dann von Pest und von weiß ich was allem. Das hat er ein bisschen besänftigt, aber sich daran gehalten und fängt jetzt also an mit dem Eingangschoral: Du Friedefürst, Herr Jesus Christ, wahrer Mensch, wahrer Gott, wie es nach dem Glaubensbekenntnis heißt, starker Nothelfer im Leben und im Tod, Friedefürst, wie es schon beim Propheten Jesaja vorausgesagt wurde oder so angekündigt worden ist. Es heißt dort, vom Messias, ein Kind ist uns geboren und so weiter. Und sein Name wird eben ewig Vater, guter Rat, Held und Friedefürst sein. Und das ist natürlich ein Thema, das entsprechend für den Eingang vertont werden muss. In strahlendem A-Dur bei Buchstabe Bertha nachzuschauen. Pam pam, da 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 di di dim pam pi, ta da da di di di, pa da di 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 dim di di dim dim dam dim dim ta. Jubelnde Geige. Fast ein Geigenkonzert, hat man ab und zu den Eindruck. Und dieses Thema, pam, pam, da, di, 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 dim, pam, ti. Einmal so, einmal pam, ti, da, 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 dim, pam, ti. Es könnte auch sein, pam, pam, da, 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 dim, pam, pa, da, da, di, da, da, dim, pim, pa, da, da, dim, pam, ti, pam, ti, pam, ti, pam, ti. Ein brandenburgisches Konzert für mich. Und dann, sehr spannend, in der Mitte, nachdem der Chor die ersten zwei Zeilen in Blöcken gesungen hat, in halben Noten: Du Friede, Fürst, Herr Jesu Christ. Und immer wieder dieses Thema. Dieses Thema kommt mehr als 60 Mal vor. Und dann kommt die Entschlüsselung. Was heißt es eigentlich? Die Tenöre singen einige Takte später: Ein starker Nothelfer du bist. Die Bässe singen: Ein starker Nothelfer du bist. Der Alt singt: Ein starker. Und dann kommt wieder der Choral dazu. Komplexeste Musik, eine obligate Violinstimme, dann dieses Fugenthema, und wir wissen, das heißt, der Friedefürst ist ein starker Nothelfer. Also nicht der heilige Magnus oder der heilige Tobias oder die heilige Ursula, sondern der Jesus Christus als der Nothelfer. Hören Sie doch einmal, wie komplex das ist. Ich habe es langsam eingespielt und singe dazu und musiziere. Und achten Sie, wie in diesem himmlischen Konzert alle Stimmen sozusagen auf diesen einen Punkt, den Choral, hinzielen. Ein Star, ein Star, ein Star, ein Star, ein Star, ein starker Nothelfer. In bewährter Art und Weise, mit großen homophonen Chorblöcken, mit Chorfugen, mit enthusiastischem Drum, Drum, wir allein
Chor mit fast Big Band-hafter Art. Wir allein, wir allein, wie Sie kennen das da eben. Solche Einwürfe, auch beim Big Band, ein Phänomen der Begeisterung. Großartig, dieser Choral, Eingang Nummer 1. Und dann eine ganz, ganz andere Musik. Hören Sie zu. Oboe d'amore, sehr hoch. Vermindert. Neapolitaner. Ist das nicht unglaublich? Und? Karl, fass uns doch etwas zusammen, was in den Nummern 2, 3 und 4 nun passiert, diese von einem Librettisten umgearbeiteten Binnenstrophen. Ja, wenn Sie einen Blick aufs Heft werfen, Nummer 2 unten. Ach, unaussprechlich ist die Not und des erzürnten Richters Treuen. Es geht ja dem Gericht entgegen. Es geht dann der Aussage Jesu entgegen, was ihr getan habt oder eben nicht getan habt an einem der geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan oder eben nicht getan. Unaussprechlich ist die Not und des erzürnten Richters Treuen. Die letzten beiden Zeilen wiederholen das dann noch einmal. Man hat fast Angst, vor dem Richter zu erscheinen und noch zu ihm zu beten, obwohl, wie es hier heißt, Jesus doch ausdrücklich gesagt hat, wir sollten im Vertrauen auf Jesus uns im Gebet an Gott wenden. Unaussprechlich sei die Not. Ich denke dabei an die andere Stelle aus dem Römerbrief, wo der Apostel Paulus gesagt hat, wir wissen gar nicht, wie wir beten können. Aber der Heilige Geist hilft uns auch mit unaussprechlichen Seufzern. So stehen also die Menschen da vor dem Richter. 3, das Rezitativ, möge Jesus doch bedenken, dass er nach der biblischen Verheißung eben Friedefürst ist. Es ist fast, als wollte man sagen, aber du kannst doch nicht, du darfst uns doch nicht einfach so im Stich lassen, wenn du doch Friedefürst heißest. Du musst deinem Namen Ehre machen. Aus Liebe wolltest du dein Wort uns senden. Will sich dein Herz auf einmal von uns wenden, der du so große Hilfe sonst beweisest? Es heißt im ersten Johannesbrief, dass darin nämlich die Liebe Gottes sichtbar geworden sei, indem Gott Jesus uns gesandt habe. Und dann Terzett. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Schuld zu bekennen. Und zwar alle miteinander, sind alle schuldig, darum kommen sie zu dritt hervor und bringen ihre Schuldbekenntnisse an. Geduld sollte er noch haben. Im Gleichnis der große Schuldner, der eine Millionenschuld hat seinem Herrn gegenüber und Rechenschaft geben muss, sagt in seiner Hilflosigkeit, habe noch Geduld, ich will ja gewiss alles bezahlen, obwohl er es nicht kann. Wir bekennen unsere Schuld und bitten nichts als um Geduld und um dein unermesslich Leiden. Es brach ja dein erbarmend Herz, als er gefallenen Schmerz dich zu uns in die Welt getrieben. Diesem erbarmenden Herz, das bricht, sind wir vor einem Monat schon begegnet, aus dem Alten Testament, dem Propheten Jeremia, der gesagt hat, seht, es bricht Gott das Herz angesichts der Not seines Volkes. Von einem solchen Gott spricht bereits das Alte Testament. Und nun diese 3 Nummern in Kürze mit den musikalischen Mitteln, die Bach verwendet.
Buchstabe Cäsar. Es beginnt schon ausführlich mit dieser Figur. Und dann der Absturz. Verminderter Schritt. Und bei Bertha, Klein Bertha. Verminderter. Jetzt. Dissonanz im Bass. Jetzt Chromatik im Bass. Wieder ein verminderter Septakkord. Wieder verminderter. Eine Synkope, die zur Dissonanz führt. Wieder eine Synkope, die hier aufgelöst wird. Jetzt bei Gustav, bei Klein. Die Melodie ist verloren. Sie weiß nichts mehr zu sagen und endet bitter und dissonant. Ein Ritornell, das alles sagt. Und dann bei Dora, schauen Sie doch bei Dora 1. Die Altistin singt, ach. Sehen Sie, sie kann nicht mehr singen. Sie verliert die Stimme, sonst würde singen, ach, unaussprechlich. Sie kann nur noch, ach. Und die Oboe übernimmt dann sozusagen an ihrer Stelle das Wort. Die Arie geht von Fismol, schon schrecklich, Fismol, Dreikreuz, geht sie nach Gismol, das ist die Verrätertonart in der Matthäuspassion, Fünfkreuz. Es ist eine verbotene Tonart nach den Tonartenregeln des Barocks. Und diese verbotenen Tonarten benutzt Bach immer wieder für extreme, periphere Erlebnisse. Da kann man die Theorieschüler auch einer Schola in die Verzweiflung treiben, wenn sie so ein Stück analysieren müssen. Was erklingt nach dieser Arie? Vielleicht erkennen Sie, das Cello spielt. Haben Sie es erkannt? Sie haben es gesungen vorhin. Du Friede Fürst, Herr Jesu Christ. Als ob das Cello sagt, auch ich kann Worte sprechen. Wie die Geigen am Anfang und die Oboen, die sagen, ein starker. Die Instrumente sind nicht nur begleitend, sie sind führend, sie sind ebenbürtig mit den Stimmen. Und Stimmen sagen das, was die Instrumente sagen, und die Instrumente sagen, was die Stimmen nachher sagen. Ein Cello. Gedenke doch, o Jesu, dass du noch ein Fürst des Friedens heißest. Da, di, 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 da, da, da. Herr Jesu Christ, du Fürst, du Friede Fürst, Herr Jesu Christ, in einer tieferen Lage. Aus Liebe wollest du dein Wort uns senden, will sich dein Herz auf einmal von uns wenden, dir du so große Hilfe sonst beweisest. Und wiederum kommt eine einzelne Continuo-Linie, dass das Cello spielt oder vielleicht das Fagott oder vielleicht der Kontrabass oder vielleicht das Cembalo oder vielleicht die Orgel, das ist nicht bestimmt. Pam-ti-da-da, bim-pi-di-di, tam-ti-di-di, tam-ti-di-di, tam-ti-da-da, pam-pa-da-da, ya-da-da-ti-ti-di-di-di-da-da. Eine herrliche Musik, lieblicher könnte es nicht gehen. Was singen die Sänger? Ach, wir bekennen unsere Schuld und bitten nichts als Ungeduld, Ungeduld. Ach, wir bekennen. Drei Stimmen im Kanon, in der Imitation. Ach, wir bekennen unsere Schuld. Und um dein unermesslich Lieben. Hier vielleicht der Konterpart zum Unaussprechlich. Ich kann nichts mehr sagen vor Not und vor Angst vor dem Richter. Und hier die
das Unermessliche, das eben dieser Friedefürst angeboten hat. Es kommt dann eine Stelle, die ich Ihnen unbedingt nicht enthalten möchte. Gustav, ganz, ganz am Schluss meines Papiers, wenn es ihm das Herz bricht. Ich sprach ja dein erbarmend Herz. Nochmals. Passionsmusik. Wir haben hier zwei sehr spannende Sachen, die ich heute in unserer Einführung ein bisschen näher und präziser beleuchten möchte. Nämlich, was machen eigentlich unsere Leute am Cembalo und unsere Leute an der Orgel, wenn sie so eine Linie sehen? Da steht nichts anderes als nur das, was ich spiele. Und jetzt kommt der Tenor. Gedenke doch, o Jesu, dass du noch ein Fürst des Friedens heißest. Keine Ziffern, nicht einmal Ziffern sind da. Die Ziffern wären zum Helfen. Welche Harmonien könnte man wählen? Das heißt, man muss einen unbezifferten Bass legen. Sie wissen vielleicht nicht, dass wir Top-Cracks an der Orgel und am Cembalo haben. Und zwar immer. Das sind nicht Leute, die nehmen einfach ihre Orgelnoten und spielen dann blö, 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 sondern die erfinden das alles selber. Wir haben zwei Professoren der Schola Cantorum Basiliensis, der führenden, weltweit führenden Schule für Generalbass. Denken Sie an Jesper Christensen, der eine Revolution im Generalbasswesen hervorgerufen hat. Es ist Jörg Andreas, mein geschätzter Kollege, der quasi den ganzen Bach schon aufgeführt hat. Er kommt und wird mit uns arbeiten, reden und wir diskutieren. Herzlich willkommen. Er hat natürlich eine sehr schöne Fliege an. Ja. Und last but not least, mein geschätzter Kollege, auch aus der Improvisationsgruppe, Nicola Kummer. Karl, wir werden dich jetzt ein bisschen weniger brauchen, aber vielleicht gibt es doch ab und zu mal die theologische Instanz, die sagt, hallo Freunde, spricht ihr wirklich noch über die Theologie oder geht es da nur um euer Fachwissen? Ich möchte gerne dich, Nicola, bitten, wenn du vielleicht diese Melodie in Nummer 3 uns harmonisieren könntest, eine Möglichkeit, und Jörg Andreas, wenn du uns nachher eine andere Möglichkeit zeigen würdest. Beginnen wir mit Simplex. Ich mach's nochmals, ich sing das Cello dazu. Eine andere Möglichkeit von Jörg Andreas. Hast du uns eine etwas chromatischere Lösung? Sehen Sie, es ist alles möglich. Es steht nicht, wie das sein muss. Und es gibt auch keine Regeln. Man kann hier jetzt zum Beispiel die Angst schon hineinnehmen. Oder ich kann sagen, nein, ich möchte zuerst sagen, du Friedefürst, Herr Jesus Christ, bitte, gedenke doch, oh Jesu, dass du noch ein Fürst des Friedens bist. Das heißt, das Cello muss natürlich dann auch Choraliter phrasieren. Man könnte auch einen Kontrabass dazu laufen lassen. Hättest du uns noch eine interessante Lösung? Ah, Sie sehen. Künstler am Werk, wer sich stilistisch nicht auskennt, kann das nicht. Ja,
so ist das. Jetzt möchte ich Jörg Andreas fragen, was ist für dich überhaupt Continuo? Was bedeutet das? Wie würdest du das mit einem Satz oder zwei Sätzen unserem Publikum näher bringen? Also auf diese Frage haben viele natürlich schon Definitionen versucht. Ich halte mich gerne an eine von Andreas Werkmeister, dessen Schriften Bach, Johann Sebastian Bach, auch in seiner Bibliothek hatte. Und er schreibt, Continuo ist wie ein liebliches Sausen einerseits und andererseits ein Fundament, natürlich das vollkommene Fundament der Musik im Harmonischen, aber möglicherweise auch im Klanglichen. Also dieser klangliche Aspekt des Sausens und dann das Fundament. Die zweite Definition, die mir auch sehr gut gefällt, ist eine von Johann Mattheson, einem Hamburger Zeitgenossen und Theoretiker Johann Sebastian Bachs. Er schreibt, der Generalbass muss dienen und nicht herrschen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und wozu dienen? Natürlich zur Hilfe, zum Beistand, auch zur Tonhaltung der Sänger, wie er sagt. Und wie Säulen sein, auf denen das ganze Konzert ruht. Also diese Bilder können vielleicht helfen, dass man wegkommt einfach nur von Akkorden, die wir zu drücken haben oder die wir ihnen eben servieren, sondern die sozusagen das Fundament bilden, harmonisch, aber auch im Sinn eines rhythmischen Fundaments. Vielen Dank, Jörg Andreas. Und an dich, Nicola, eine Frage. Orgel oder Cembalo, hast du da, wenn du Orgel spielst oder Cembalo, andere Kriterien, die du hast, wie du spielst? Ja, also man könnte ganz im Allgemeinen sagen, dass das Cembalo ist mehr das rhythmische, das perkussive Element im Ensemble. Und die Orgel hier eben das Tragende, wie schon Jörg Andreas erwähnt hat. Und die Art und Weise zu spielen, natürlich unterscheidet sich ziemlich stark wegen den Eigenschaften des Instrumentes. Das Cembalo verlangt mehr Arpeggio, natürlich, damit es überhaupt kantabile auch klingt. Die Orgel braucht das nicht. Das wird jetzt als erste und ganz grundlegender Unterschied betrachten. Wie Sie sehen und wie Sie heute Abend dann hören, mit diesem Augenmerk oder dem Ohrmerk, müsste man besser sagen, auf die beiden, was tun Sie? Natürlich, es ist immer so, wenn dann das Cembalo oder die Orgel auffällt, sind sie meistens zu laut oder sind nicht ganz präzis. Dienende Funktion vielleicht. Und eben doch, die Instrumente sind angewiesen und sagen, was hast du für eine Stimmung? Hast du jetzt Werkmeisterstimmung? Hast du, nein, hast du Valotti? Hast du Young und so weiter? Das sind die Leute, die diese verschiedenen Einteilung des pythagoreischen Kommas gemacht haben. Nun, eine Frage an dich, Karl. Wie müsste die Harmonisierung sein am Anfang des Rezitatives? Müsste sie sehr dissonant sein? Müsste sie eher lieblich sein? Was würdest du empfehlen? Sie müsste eben so sein, wie Herr Böttcher gesagt hat, dass es die Bitte getragen wird. Dass also dieses Gebet gleichsam zu Gott hinaufgetragen wird. Wollen wir unsere Lösung mal schnell vormachen, der Nummer 3? Ich singe so einigermaßen das Cello. Kommt so daher. Ich glaube, du könntest relativ zufrieden sein. Ich hoffe es. Aber das sind die blöden Bemerkungen. Das ist wie in der Beiz, wenn der Küchenchef sagt, ist sehr gut gewesen, gell, Lützi? Und dann soll man, wenn man sagen, versalze, den ist es nicht so tot. Wie ist der zweite Choralteil? Wenn es kommt bei jeder, könnten wir das einmal noch spielen? Also wenn er zum zweiten Mal zitiert wird. Na, 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 na. Hat das mit Aus Liebe wolltest du dein Wort uns senden zu tun?
es ist ja die Frage drin. Das heißt am Schluss, du wolltest doch eben uns in Liebe zuwenden, aber du kannst doch eigentlich nicht, oder warum machst du es nicht? Theologisch sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Das angekündigte Kreuz ist hier schon sichtbar auf Golgatha. Einverstanden. Ja. Nach 50 Jahren Zusammenarbeit. Nein, noch nicht ganz so viel, aber doch einige. Nun geht's an die Nummer 4. Wollen Sie mal die, Ihr Arbeitsblatt nehmen und wir wollen nur mal das spielen in Cembalo und in Orgel, was Sie dort sehen. Und das ist das Allereinzige, was in den Noten steht. Wir machen mal nur die Stimme, also mit der Pause. Und Sie sehen, hier braucht es auch den Musikverständigen, der nicht nur sagt, ja, ja, das spiele ich, weil es hier so steht, sondern ich muss jetzt etwas ergänzen. Hören wir uns einmal eine Lösung, eine sehr einfache von dir, Jörg Andreas. Vielleicht kann ich an dieser Stelle auch sagen, wie spannend und reizvoll es ist, mit Udi Lutz so eine Aufgabe sozusagen gestellt zu bekommen und dann auch gemeinsam zu lösen. Im Vorfeld haben wir uns die verschiedenen Lösungen präsentiert und jetzt auch drum gerungen, was wir Ihnen heute Abend dann anbieten können und was vielleicht auch den Affekt dieser Arie oder dieses Terzetts am besten ausdrückt. Wollen wir gleich mit unseren drei verschiedenen Lösungen gerne kommen oder noch einen Schritt weiter? Gehen zurück. Wir vielleicht in die Basis, wo wir sagen, wir spielen mal einfach eine einfache Lösung, eine etwas kompliziertere Lösung, eine noch kompliziertere Lösung. Ich möchte dann gerne deine kanonische Lösung hören. Und Sie könnten sagen, die haben unglaubliches Angebot. Und dann kann man sagen, ja, was wollen wir? Es geht immer um den Text und um die Darstellung dessen, was kommt. Jetzt die simple Lösung. Ach, wir bekennen unsere war mein Vorschlag. Hast du noch eine andere eigene Lösung? Was du möchtest? Ja? Das kommt vielleicht am Schluss. Das liebliche Sausen. Sie sehen, das ist herrlich, mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu können. Und ich überlasse meinen Spezialisten die Wahl. Ich rede von außen mal mit, aber sage nicht, ich möchte hier diesen Ton so haben, so würde ich es spielen. Ich möchte hier diese großen Persönlichkeiten reden lassen und spielen lassen. Vielleicht wäre jetzt spannend, wenn ihr einmal euer Zusammenspiel zeigt bei der Reprise. Wie ihr das macht, wenn zwei Instrumente sozusagen zu einem Duo kommen. Ich singe die Melodiestimme. Nein, bei der Reprise, das ist, wenn quasi das Thema in E-Dur zum zweiten Mal kommt. Da da
Ich habe mich übrigens entschieden, Kontrabass mitlaufen zu lassen und Fagott, weil ich finde, diese großen drei Stimmen, die ihre Schuld bekennen und zu dieser unermesslichen Liebe von Jesus ihr Platz geben, dass man ihnen auch ein großes Continuo zur Verfügung stellt. Du hast aber eine spannende Quelle gefunden und das werden wir dann auch am Schluss dann ausführen. Sie werden staunen, wie ganz anders das klingt. Jörg Andreas. Also es gibt eine holländische Generalbassquelle, ein anonymes Manuskript, was sich in Den Haag befindet, aus der Zeit unserer Kantate, also 1720er, 30er Jahre. Und dort wird empfohlen, wenn ein Ritornell in einer Arie oder eben hier in einem Terzett mehrmals vorkommt, was der Fall ist, nämlich viermal, solle man es jedes Mal verändern, indem man zum Beispiel natürlich mit der rechten Hand Melodien hinzufügt oder Imitationen oder indem man sogar die Bassmelodie, also in diesem Fall Pam-pi-da-dam, in die rechte Hand nimmt, also das heißt als eine Sopranstimme behandelt und dazu Harmonien links spielt. Und das funktioniert bei dieser Arie sehr, sehr schön. Ein zweites Zitat, ganz kurz, ist mir noch eingefallen von einem gewissen Generalbass-Theoretiker von Johann Friedrich Daube, auch ein Zeitgenosse, ein bisschen jünger als Johann Sebastian Bach, der ein Buch herausgegeben hat, Generalbass in drei Akkorden, also so wie Rudi Lutz Keyboard in drei Wochen. Genau. Generalbass in drei. Genau, Generalbass in drei Akkorden und er sagt, dass es drei Arten gibt, Generalbass zu spielen. Die erste sei die ganz normale, also was Sie eben gehört haben mit Akkorden. Die zweite ist die, die man für Rezitative braucht, mit sehr vielen Arpeggi und Effekten. Und die dritte ist die obligate Art und dort könne man auch den Bass, wenn er zufällig eben noch nicht alle Imitationen ausgenutzt hat, die man machen kann, wenn er noch nicht alle Tricks sozusagen benutzt oder wenn er schlecht ist, könne man den Bass auch verändern während des Spiels. Und das versuchen wir. Nicht, dass er schlecht gesetzt wäre, aber dass es hier eine Gelegenheit gibt, den Bass sozusagen und auch die, also diese Thematik in einem anderen Licht zu zeigen durch die Harmonie. Wie Sie sehen, wir könnten hier unser kleines Mini-Generalbass-Symposium weiterführen. Aber ich dachte, wir wollen wieder mal einen anderen neuen Aspekt in unsere Betrachtung einbeziehen und Ihre Tools, wie man heutzutage sagt, Ihr Hörwerkzeug, um ein ganz wesentliches Tool zu erweitern. Und in diesem Sinne dir, Nicola, auch für deine wunderbare, regelmäßige Arbeit und für dein fantastisches Cembalo-Spiel, Jörg Andreas, und für eure Worte meinen allerherzlichsten Dank. Und nun wollen wir noch die beiden letzten Nummern Ihnen empfehlen für den heutigen Abend. Das ist das Rezitativ der Altistin wiederum, kommt sie ins Spiel und dann den Schlusschoral. Karl, vielleicht könntest du uns zur Nummer 5 in unserem braunen Heftchen oder ockergelben Heftchen deine Gedanken äußern. Ach, lass uns. Ja, es geht ja dem jüngsten Gericht entgegen. Und da ist der Satz verständlich, ach, lass doch durch die scharfen Ruten nicht allzu heftig bluten, möge es gnädig verlaufen. O Gott, der du ein Gott der Ordnung bist. Mit diesem Satz wäre eigentlich Jakob Ebert nicht einverstanden, der Theologieprofessor, der das Lied gedichtet hat. Es ist ein Satz aus dem Römerbrief, das heißt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, heißt es. Also, aber da hat er sich gedacht, jetzt muss hier die Ordnung gemacht werden. Du weißt, was bei der Feinde Grimm vor Grausamkeit und Unrecht ist. Die Feinde, mit denen sind jetzt eben die falschen Propheten und die falschen Messiasse gemeint, die das Volk da in die Irre führen. Wohlan, so strecke deine Hand auf, ein erschreckt geplagtes Land,
die kann der Feinde Macht bezwingen und uns beständig Friede bringen. Hier kommt er nun dann eben doch dazu. Und schließlich, wie in der Regel, die Schlussstrophe, die der Bach-Spezialist Petzold sagt immer, das habe eine katechetische Funktion. Also wie im Religionsunterricht, da man am Schluss sagt, was haben wir jetzt gelernt? Worauf kommt es an? Erleucht auch unseren Sinn und Herz durch den Geist deiner Gnade. Also die Bitte um Hilfe, um Erleuchtung. Dass wir nicht treiben daraus einen Scherz, dass wir das nicht gering achten oder gar eben verscherzen, der unserer Seelen schadet. O Jesu Christ, allein du bist, der solches Wohl kann ausrichten. Auf dich allein vertrauen wir. Ich komme nochmals aufs Rezitativ zu sprechen. Möchte nochmals den Ebert zitieren. In dieser entsprechenden Strophe sagt er nämlich, es ist groß Elend und Gefahr, wo Pestilenz regiert. Aber viel größer ist die Gefahr, wo Krieg geführt wird. Da wird veracht und nicht betracht, was recht und löblich wäre. Und die Leute, die diesen Choral eben gesungen haben, kannten diese Strophen. Das war bekannt wie irgendein anderes Lied. Drum hat ja Bach auch die Choräle genommen, um in den Choralkantaten sozusagen zu appellieren an den Hallraum der Menschen, an den musikalischen und natürlich auch den textlichen und dadurch auch den theologischen. Was würden Sie für einen Akkord wählen, wenn Sie, ach, lass uns durch die scharfen Ruten einen Akkord setzen müssten? Sie haben nur eine Antwort. Also die Bachophilen oder Bachophonen oder wie man ihnen sagen soll, nämlich diesen hier. Was aber ganz toll ist, was wir nie sonst haben, die Bassnote ist ein sogenanntes Physis, ein Doppelkreuz. Das war meine Übernahme. Meine Freundin hieß Geses im Seminar Rorschach und ich hieß Physis. Und genau wie die beiden Töne ja überhaupt nicht zusammenpassen, das ist nämlich das, war auch unsere Beziehung. Ach, lass uns durch die scharfen Ruten nicht allzu heftig bluten. O Gott, der du ein Gott der Ordnung bist. Mit diesen klaren Akkorden setzt er sofort den Gegensatz dazu. Du weißt, was bei der Feinde Grimm für Grausamkeit und Unrecht ist. Wohlan, so streck deine Hand auf ein erschreckt geplagtes Land, die kann der Feinde Macht bezwingen. Und jetzt das Friedenslied. Und uns beständig Friede bringen. Und mit dieser ja, da, 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 die ist natürlich nicht gemeint, da, 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 aber es könnte sein, sondern das ist die, da, 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 auch ein Teil des Chorales. Und dieser folgt nun, wie Karl Graf gesagt hat, als was haben wir gehört? Meine Lieben, Sie singen immer so prachtvoll. Ich würde gerne eigentlich mit Ihnen den Choral Nummer 6 singen, aber einen Ton tiefer, sonst... sonst brauchen Sie noch ein Leckerol und das ist für den Weingenuss nicht besonders angenehm. Erleucht auch unser Sinn und Herz. Erleucht auch unser Sinn und Herz durch den Geist deiner Macht, dass wir nicht treiben aus ein Scherz, der unser Seele schadet. Oh,
schönen Abend und wir freuen uns, dass Sie da sind.